Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Mit mir spielt die Mathilda. Genau, so, ich wollte nur kurz mein Stäbchen zurückbringen und auch zeigen. Oh, es ist ja fast voll hier unten. Bisschen Gegengift, bisschen Gegengift, bisschen Gegengift, bisschen Gegengift. Nehmen wir mal mit. Was wollte ich zeigen? Das hier war ein Jogpriester und der passt hier leider nicht rein. Aber den nehmen wir mal mit. So, und den Stab, wir hatten halt, ich glaube, für den Vampir hat man nicht genug Blut oder so, ne? Genau. Um den Stab ganz toll zu machen. Auch noch mal. Genau, das machen wir aber irgendwann mal im Offscreen. Ja. Und hier ist noch gereinigtes Wasser, es kann woanders hin. So, dann nehmen wir den mal und ich habe mal ein bisschen... Wir haben hier noch ein paar Mitarbeiter fertig, sehe ich gerade. Ja, kannst du mal die Mitarbeiter aufstellen? Ich wollte die Mitarbeiter, die wir doppelt haben, in die Kiste packen. In die Mitarbeiterkiste. Ja, genau. Ja, das genau. Das war der Rüstungsmacher 2, glaube ich. Ja, wir hätten, glaube ich, zwei Rüstungsmacher. Ein Rüstungsmacher 4, der ist ja gerade aktiv. Und, so. Das ist jetzt die Mitarbeiterkiste. Die habe ich schon ein bisschen ausgeräumt. Sind noch ein paar Waffen drin, aber... Naja, zumindest können die Mitarbeiter mitspielen. So. Ja, räum du mal die Mitarbeiterkisten ein. Ja, den Tenner haben wir ja auch doppelt. Verdammt, das habe ich nicht überlastet. Und das ist wirklich schade, dass man halt auch diese normalen Mitarbeiter oder Handwerker nicht einfach so als Deko aufstellen kann. Zum Beispiel in der Disco oder so. Finde ich schade. Dass die nicht kämpfen können, ist ja klar. Das sind Handwerker. Warte mal, was kriege ich denn hier? Hier ist eine Stimme von Asura. Ja, aber der ist noch nicht fertig. Oh, cool. Hast recht. Aus den Samen, glaube ich. Entweder aus den Samen oder aus der roten Schildlaus. Oder aus beidem zusammen kriege ich endlich mal Gewürze. Das ist gut. Gewürze. Halleluja. Ich warte gleich mal, bis das fertig ist. Ja, mach das. Weil ich will wissen, was hier zu Gewürz wird. Weil das können wir voll gut zum Kochen benutzen. So, was wird weniger? Was wird weniger? Echt die Schildlaus. Ich glaube, es sind echt die Samen. Nee, auch nicht. Hä? Bin ich blöd? Was habe ich denn so viel? Ich habe es nicht rausgefunden. Aber irgendwas ist zu Gewürzen geworden. Manu! Ja, irgendwas ist zu Gewürzen geworden. So, Belastung. Man den Mist in den Mahlstein. Ah, überleben, das war das. Ich dachte, hätte ich schon zwei Punkte. Ja. Überleben. Ah, fehlen noch ein paar Punkte. Ich dachte, das Überleben hätte ich schon. Harte Arbeit zählt, das doppelte Ernten, das ist ganz gut, aber das habe ich doch noch nicht. Ich habe es mit Belastung verwechselt. Ja, letztes das habe ich auch gemacht. Aber jetzt habe ich schon Überleben 1 und jetzt packe ich die nächsten Punkte bei Überleben rein und dann... Ja, ich werde da jetzt auch auf Überleben erstmal gehen. Ich habe noch ein bisschen Gegengift für dich. Das ist gut. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin gerade nach oben gefahren, um ein bisschen Stahlfeuer hochzubringen und ich bringe ein bisschen Stahl wieder mit runter. Ach, ich wollte den Sklaven helfen. Ja? Weil ich hatte dir ein Stahl-Hackebeil gemacht und ich wollte noch schnell ein Stahl-Abholzmesser machen. Ein Stahl-Hackebeil? Liegt der noch in der Schmiede? Nein, in der Werkzeugkiste. Werkzeugkiste. Ah, da ist jetzt auch dein Stab. Bitte, was ist da? Dein Stab des Triumvirat. Ja, der Schlangenstab. Genau, der erweckte Stab des Triumvirats. Deinen müssen wir ja noch erwecken. Ja. Wach auf, du Stab! Nee, lass nochmal schlafen. So, wo hast du denn Gegengift? Ah ja, Gegengift, warte mal. Hätte ich auch gerne. Hier, 20 Stück. Haben wir schon gesagt, was wir machen wollen? Keine Ahnung, aber du kannst es ja nochmal wiederholen. Ja, wir wollen in die Schlangenhöhle. Ah ne, gar nicht. Spinnenhöhle. Schlangen, Spinnen, Spinnenhöhle. Ekelhöhle halt. Und darum habe ich jetzt mal ein bisschen Gegengift mitgenommen.
Die werden uns doch bestimmt vergiften, diese dreckigen Schlangen. Ja, ich gucke gerade, dass ich vielleicht noch mal ein Dings mitnehme, ein Schild. Hätte ja auch was, ne? Gegen Spinnen? Ich hatte Ja, weil die spucken doch Gift. Ja, nee. Kann man sich hinter dem Schild verstecken? Kannst du machen. Ich verstecke mich hinter dich. Hinter dir. Hinter dir, hinter dich. Wir haben so viele Köpfe, die müssen wir auch mal bearbeiten. Die müssen wir mal alle hinhängen. Oh, hier sind noch mehr Fahrstühle. Da, einer. Nee, zwei. Und der Fahribahn, aber die heben wir auch für die Disco. Und in der Fahridisco. So, Abhäutemesser habe ich auch mit. Ich habe Gegengift. Was zum Heilen? Also ich habe 10 Ambrosia mit. Ja, ich habe ein bisschen Ambrosia, ich habe ein bisschen so viel. Aloe-Extrakt, ein bisschen Fleisch. Oh, was zu essen. Gut, dass du sagst, Heinrich. Meine Lieblingswürmchen. So, wen darf ich denn heute mal mitnehmen? Was haben wir denn alles hier? Wir haben einen Tiger. Wir haben Carsten. Wir haben Tick. Ist Carsten denn schon wieder fit? Oh, ich nehme den Strauß. Ich glaube, es lag wirklich daran, dass der Server lief. Ich weiß noch, in der letzten Folge, meine ich, haben wir was runtergelegt und der Futterdruck ist wieder. Das ist witzig, weil im Herd ist es nicht weggegangen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass... Ach, stimmt, ich hatte letztes Mal... Weil da waren auch Fettraubenspieße nämlich. Ich habe eine Gazelle letztes Mal noch mitgenommen, stimmt. Habe ich die da reingepackt? Oder? Ich hatte die hab ich frei laufen lassen. Kurzzeitgedächtnis. Dann haben wir noch eine Gazelle. Ist Robert nicht so alleine. Eigentlich könnte man... Hier, wollte ich dir sowieso erzählen, ne? Die Leute, die Jurassic Park gemacht haben, also dieses Strategiespiel, die haben jetzt auch so einen Zoo-Tycoon rausgebracht. Also kannst du einen Zoo bauen. Und da fiel mir auch gerade ein, eigentlich können wir auch einen Zoo bauen. Mit Disco. Weil wir haben ja, ja so viele Tiere. Ja, wir können ja die Disco in unserer Zweitbasis, die wir in der Nähe der namenlosen Stadt bauen, weil da werden wir ja sowieso immer verflucht. Ja, mal gucken. Du nimmst den doofen Vogel mit? Ja. Okay, ich überlege gerade. Ich glaube, das war die scharrende Höhle, war das, glaube ich. Sind wir da reingelaufen oder dran vorbei? Nee, wir sind nur dran vorbeigelaufen. Die war hier links, ja, die scharrende Höhle, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau. Da können wir hier so am Wasser lang gehen. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich so auf den kurzen... Ach komm, ich pack mal Gegengift. So. Ja, ich habe das Gegengift auch mehr ins Schnellmenü gepackt. Also ich bin mal gespannt, ob der Vogel überlebt. Nahkampfvogel. Oh, hat er dich der Kroko erwischt? Ach. Böser Kroko. Gemein so. Gefährlicher Kroko. Das Abhäutemesser habe ich jetzt mal auf meinen Spitzhackenplatz da gepackt. Ist auch einer. Ach, den habe ich doch vorhin erst getötet gehabt. Ja. Ach, eine Stahlsichel berichten wir auch noch. Aber das kommt haben wir schon. Haben wir. Ah. Das war das erste Stahlwerkzeug, das ich gemacht habe. Okay, okay, okay. Nee, geh weg, dich will ich nicht. Ah, guck. Du musst doch nicht jedes Kroko töten. Das hat mich aber genervt. Haben noch keine Zeit. Das hat mich aber genervt. Warte, oh, Menschen töten. Mein Kreuz zur Hand. Ja gut, segne mal was. Du musst mal mehr segnen. Segnen, ja. Wir müssen noch mal gucken, wie das mit den Heilpfeilen funktioniert. Ja. Hallo, moin. Hätten wir eigentlich gebrauchen können. Na, jetzt ist er tot. Was war denn das für einer? Zimmermann. Ja, zwei. Na gut. Aber wir sind ja jetzt gerade nicht aufs Klack. Nee. Oh, da ist ja noch wer. Aua! Oh, kannst du haben.
Die nächsten sind dann für dich. Brauchen wir Holzknochen? Ach, lass den Scheiß liegen. Knochen haben wir relativ viele tatsächlich. Ja, und Stein gibt's wie Sand am Meer. Nehme ich jetzt nicht mit. Sind ja fast da. Hm. Ich glaube, ich habe wieder einen Kroko angelockt. Ach, geh nach Hause, Kroko. Weißt du noch, was gut war gegen Spinnen? Ob was Rüstungsdurchbrechendes oder Pike? Ich glaube, normales Schwert war ganz gut. So, ich gehe mal hier unten lang, weil ich glaube, das war dann unten am Ja, Wasser. Aber hier oben geht es doch noch weiter, oder? Ach nee, wir müssen oben lang. Ja. Hey, da ist nämlich noch ein Dingsbums. Ist so ein bisschen Versatz drin. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob dann noch ein Wasserfall ist. Oder ja, ich glaube noch hoch. Die beiden Leute können wir da mal links liegen lassen. Ah, Hyäne. Weißt du nicht, hallo. Hast du gehäutet? Jo. Perfekt. Weil die waren so schnell weg. So, jetzt müsste hier doch irgendwo sein. Die Kackhöhle. Ne, doch noch ein Stück weiter. Ach ja, ein Bett willst du denn bauen? Ach so, nö, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ein paar Schildläuse sammeln. Ach so. Weil irgendwas ist zu Gewürz geworden. Ich vermute ja, dass es die Samen waren, aber oh, guck mal, da rennt schon eine Spinne. Spinne! Ja, versuchen wir es mal ohne Bett. So. Spinne kommt schon. Ey, Spinne, geh doch nicht runter. Ist runtergegangen, oder? Keine Ahnung, aber das sind doch Menschen. Ich helfe mal dem Mensch. Spinne hinter dir! Ist ja alles. Spinnen, Kroko. Kroko-Spinnenmix hier. Killervogel, Attacke! So, alles einmal häuten. Oh, hier ist ein Mensch. Roger. Hier liegt nix, hier liegt nix, hier liegt nix. Du gehörst mir. Mein Schatz. War das nur ein Mensch? Ich glaube, ich habe aus Versehen gerade einen schon gehäutet. Ah, Spinne. Die geben mir auch so nette. Wo ist denn die hin? Oh, noch ein Kroko! Ah, die Krokos gehen mir auch auf den Zwirn. Wollte ich jetzt aber nicht mehr. Shenzi, halt! Hier gibt's Ärmchen. Lecker Ärmchen. Aber vielleicht solltest du mal die Spinnen gucken, ob du mit dem Hackemesser was anderes rauskriegst, weil mit dem Abhäutemesser kriege ich Wildfleisch und, ja. Chitin brauche ich aber auch. Für Rüstung, aber... Boah, ich bin doch hier gerade im Menü, du Kackvieh. Aber der Vogel hat sie gekillt. Wildfleisch? Ich krieg nur Wildfleisch raus mit dem Hackebeil. Ist ja noch schlechter. Okay, dann ab heute Messer. Versuch nochmal nächstes Mal die Spitzhacke. Spinne, oder? Oh, da ist ein Geist. Oh, los, Geist, wo ist der Geist? Oh, warte, warte, warte. Ah, hier ist die Spinnenhöhle. Also hier ist zumindest irgendwas. Ja, da müsste sie sein. Also mit der Spitzhacke kriege ich Chitin, das ist ganz gut. Ja, mit dem Abhäutemesser auch. Der ist vergiftet, ja, der ist irgendwie umgekippt. So. Hm. Ja, gehen wir mal rein, oder? Okay. Also der Speer will ich mal testen, aber ich glaube, das Schwert hat sich schon ganz gut gemacht. Ein bisschen dunkel. Mhm. Ah. Oh, wir kriegen hier auf jeden Fall schönen Dings her, Spinnenfaser. Oh, die ist giftig. Wie macht man die am besten weg mit Spitzhacke?
Sammeln. Ach ja, sammeln war es eh. Nein, ich wollte nicht zu dir. Shenzi. Also die Tage ist zwar ganz gut, aber es wird zu dunkel. Ja, ich habe jetzt nichts ausgewählt. Bisher geht's aber. Ich finde es okay bei mir. Oh, da ist was. Die ist ja ganz komisch. Was ist das für eine Spinne? Eine andere, die ist rot. Jetzt ist so komisch aufgeladen. Aber ich muss sagen, bisher hält sich das alles in Grenzen mit Vergiften. Ja, irgendwie schon, ne? Ich hätte irgendwie mehr erwartet. Ah, die Tierchen machen das schon. Oder auch nicht. Lass es einfach vorbeilaufen. Wenn wir zu Hause sind, mache ich mir, glaube ich, eine neue Rüstung mit Chitin. Mach das. Ich bin ein Tyrannid. Machst du mir dann auch was? Ja, brauchen wir mehr. Chitin. Ja, mal gucken, ob das was bringt. Die Aufladespinne hier. Die hält aber ein bisschen was aus. Oh, schon ist sie weg. Also bisher irgendwie scheiße einfach. Aber vielleicht wird es doch schwer und ich... Will Spinnweben! Ihr Vogel, ich gebe dir mal Spinnweben, aber nicht essen. Brave... Braver Vogel. Ein Haps und tot war es. Ja, ich habe die auch schon zweimal beschossen. Ja, hast du gut gemacht. Alles gut. Die Höhle gefällt mir. Ja, ich hab ja auch einen Bogen. Guck mal. Pein daneben geschlagen. Geschossen. Ich glaube, es gab doch eine andere Spinnenhöhle. Ja, ich glaube auch, die war weiter hier oben, ne? Hm. Höhle des Webers, genau. Das war, die war scheiße. Ja, ich glaube. Das war die, an die ich nämlich gedacht hatte. Und die haben. Da waren ganz viele Giftspinnen, glaube ich, damals. Da sind wir nie reingegangen, weil die haben uns da schon vorher irgendwie vollgerotzt. Genau. Aber dann kann ich mal Seide herstellen mit den ganzen Spinnenfäden, die wir hier sammeln. Ich mache ein bisschen Licht, das nervt mich hier gerade. Also. Ja. Also, es gibt unterschiedliche Spinnen, das finde ich cool. Ah, die hat mich vollgerotzt. Und jetzt bin ich vergiftet. Ich durfte das erste Mal meinen Drink benutzen. Oh, ich bin wieder vergiftet. Oh, cool. Oh, da hinten ist auf jeden Fall eine große Spinne. Aha! Große Spinne! Eine very große Spinne. Also oh, große Spinne ist schon da! Ja, drei Köpfe, Todesköpfe. Ich glaube, lass mal einen taktischen Rückzug machen. Können wir auch die Spinne vergiften? Ey, die killt unsere Viecher, glaube ich, ne? Lass uns mal raus, lass uns mal raus. Ich glaube, der sind wir nicht gewachsen. Ich glaube, die hat meinen Vogel getötet. Oh, 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 oh. Bist du hinter mir? Nein, der Vogel ist noch da. Okay, okay, okay. Also ich weiß nicht, ob wir so ein Vieh töten können. Ich vergifte sie gerade ordentlich. Ja, aber mehr als 10 geht nicht, ne? Das sieht aus wie so meine alte Plastikspinne, die ich mal als Kind hatte. Also ich denke, wir schaffen. Ah, ich bin noch so ein bisschen...
Shenzi und der Vogel sind auch gut dabei, ja? Aber der Vogel ist so langsam 50% schon unten. Ich hoffe nur, wenn er, falls er stirbt, dass ich auch die Sachen wiederkriege. War es den Vogel wirklich Vogel oder so genannt? Ja, mir fiel kein Name ein. Ja, der ist hin. Der Vogel ist gleich hin. Der Vogel ist gleich hin. Oh ja, der Vogel ist fast im Arsch. Ich renn mal raus. Oh, Vogel oder so ist getötet. Gut. Nur Shenzi. Aber Shenzi möchte ich nicht verlieren. Oh, keine Ausdauer mehr. Wer nichts, ey. Ich auch nicht. Oh, ich muss weg. Ich habe auch nichts erreicht. Mich heilen. So, jetzt gehe ich mal kurz eine Runde pieksen. Schön blutig machen, das Drecksvieh. Schön den Arsch aufreißen. Kannst ihn wieder vergiften, der Vergiftungsstatus hat nachgelassen. Eieiei, aua, 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 das war nicht gut. Shenzi lebt noch, ja? Ich glaube. Ja. Ein Drittel hat's noch, Shenzi. Die Hüpfattacke ist ganz schön heftig. Ich gehe mal ein Stück zurück. Oh, genau, er kommt zu uns, er kommt zu uns, er kommt zu uns. Shenzi, ich würde dir gerne was zu futtern geben. Und? Hast du füttern können? Ja, ja, hatte ich vorhin schon, aber Shenzi ist trotzdem fast Shenzi im Arsch. Ist fast im Arsch. Raus? Ja, komm. Hätten wir noch ein zweites gutes Tier, dann hätten wir es vielleicht geschafft, aber... Jetzt habe ich nur 30 Seide oder so verloren. Ist aber nicht so schlimm. Ja, das meiste ist in Shenzi drin. Ja, okay. Hätte der Vogel... Aber es ist... Kannst du Shenzi vielleicht hinten behalten? Wir versuchen es nochmal mit Pfeilen. Ich kann Shenzi hier absetzen. Jetzt haben wir ihn schon so weit runtergeballert. Warte, ja, ich muss mal gucken, wo ich ihn absetzen kann. Halbeigene sind nicht zulässig, nicht zulässig. Ich beschäftige die Spinne mal so ein bisschen weiter. So. Shenzi ist auf Bewachen. Ich komme wieder rein. Also 60% haben wir runtergeballert. Wenn du mich siehst, unter mir ist die Spinne. Okay. Kannst aber von hinten hochklettern. Ah, die Fotze heilt sich wieder. Entschuldigung. Was ist das denn? Ach, da unten. Ja, komm zu mir hier hoch. Muss man wieder Giftpfeile machen, auswählen. Oh oh. Wo ist es denn? Da.
Bist du gerade im Nahkampf? Nee, aber sie ist hinter mir und ich sehe kaum was irgendwie. Ja, bei mir ist jetzt auch richtig dunkel geworden. Gibt's draußen gerade einen Sandsturm? Das könnte sein. Klingt so. Mach dir mal Licht an. Oh, sie guckt mich böse an. Ich krieg grad Schaden. Du kriegst Schaden? Ja. Ich nicht. Ich war nur ein ganz bisschen, warum auch immer. Na, vielleicht stehst du so ein bisschen im Sandsturm. Scheiße, ich hab nur noch 18 Giftpfeile. Also mir gehen generell die Pfeile aus. Mit den Giftpfeilen bin ich vielleicht nur bei 50. Na, ich hab bestimmt schon 70 auf die draufgeballert. Dann machst du jetzt erstmal wieder Giftpfeile und ich habe hier Eisenkopfpfeile. Okay. Das Scheißviech muss doch zu töten sein. Die ist fast schon 25% runter. Schaffen wir. Ich habe nur Angst, dass wenn wir sie gleich fertig machen, dass sind die anderen wieder spawnen. Schreiß so, nicht. 14 Giftpfeile, 10 normale. Für 10 oder 40? Für 10. Also aus dem Fernkampf kriegen wir es nicht tot, außer du kannst zaubern. Nee. Gift, bitte. Normale Pfeile, alle. Ich hab noch ein paar, aber mein Bogen ist nicht mehr. Ey, der kommt ja fast... Der hat echt gerade versucht, hier hochzukommen. Komm ich mit der Pike ran? Nee. Ah, das sah knapp aus. Oh Gott! Alter, wo bist du? Du bist ein Arschloch! Eins, was ich noch ein bisschen vergiften muss. Ja, komm her! Oh, das war zu nah, das war zu nah, das war zu nah! Heinrich! Die Pike ist nicht lang genug! Ins Auge! Und nochmal! Das Scheißviech muss doch zu töten sein! Pfeile alle. Tja. Ich hab noch Steine. Kann ich da Steine bewerfen? Du kannst gucken, wie es Chensi geht und Chensi holen. Okay. Ich habe auch noch Wildfleisch. Sehr gut. Die ist vorm Eingang, oder? Ja, so ein bisschen links rund. Ey, das wäre jetzt gut, wenn Chensi noch da wäre. Und auch voll voll geheilt. Ihr könnt uns den Arsch retten. Ah, Spinnen! Giftpfeile alle. Ich habe noch 23 normale. Ah, oh, keine Zeit für euch, Drecksviecher.
so eine Fettraupe benutzen. Shenzi! Shenzi! Shenzi war nach links runter. So. Ah! Jetzt kommen die ganze Spinne her. Ich hab keine Zeit für euch, ihr kleinen Kacken. Scheiße, Spinnen! Fuck! Ja, und Shenzi rockt woanders. Ah, wow. Ich komm ein Stück raus. Shenzi hat sich nicht so gut geheilt. Ja, ich komme ja schon mit Shenzi. Kommt's raus? Ich versuche gerade hier Shenzi. Ich muss gerade heilen. Das sind ja normale. Nee, Shenzi ist fast tot, das ist doof. Die lebt noch. Nein! Was ist nein? Shenzi ist da runter. Los, ich renn raus. Das ist mir zu gefährlich. Ich will Shenzi nicht verlieren. Shenzi! Gott sei Dank, komm raus. Oh, das frustriert mich. Das war so scheiße knapp. Ja, aber wir haben keine Pfeile mehr. Shenzi ist, mein Vogel ist tot. Und Shenzi sieht auch nicht mehr ganz gut aus. Ah, nee, das große Vieh kommt raus. Komm, lass. Ich. Wie sieht's denn aus? Das ist aber fast tot! Du hast recht. Nicht sterben. Befehl. Biberkacke! Oh, ich fliege 20 Kilometer weit, ey. Ja, sicher. Deine Mutter. Eine einfache, verfickte Spinne killt mich fast hier. Shenzi ist fast tot! Nein! Nein! Ist Shenzi tot? Nein! Nein! Du kleines Mistvieh, du Sohn einer Hure! Ich bin auch tot! Ah! Rambi, beweg deinen Arsch! Ich hab jetzt irgendwas eingestellt bei mir. Scheiße. Jetzt habe ich Conan im Fenstermodus. Ich kill diese Spinne. Ich habe mir einen neuen Bogen. Ich habe neue Pfeile. Ich habe Rambi. Ach du Kacke. Nein. Nein. Ja, ich bin bei der Fledermaus. Hui. Los, Rambi, wir laufen durch! Pass auf, eine nackte Mathilde ist unterwegs. Und sie sind auf Rache! Aber du, dann, ja, du bist noch da, ja? Mit deiner Leiche? Ah, ich bin gar nicht so weit weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin gar nicht so weit weg. Nee, nur das Klettern ist bei dir das Doofe. Ja, das wird doof. Und ich hoffe, diese Kack-Riesenspinne hat sich jetzt nicht zu weit geheilt. Ja, das wird sie. Das war nicht ganz. Das war wirklich nicht mehr viel. Es war echt nur ein Hauch. Ich weiß. Aua. Rambi, töte mich. Rambi lebt noch? Rambi. Achso.
Müsste einmal über den Berg, da habe ich aber keine Lust. Ich kann auch einmal drumherum. Ja, nee, Steinhasen, geh mal weg. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ich hab keine Lust auf Steinhasi. Was brauchte man für so ein Steinschwert? Du tote Spinne? Ach. Stirb, du Mistvieh! Ach, da ist noch so ein Stamm. Ich bin irgendwie ganz falsch. Super! Ich kletter doch. Scheiße. Ah, hier ist dein. Leih mir mal dein Hackmesser. Mach. Nee, mach das nicht. Ich wollte die Spinne töten. Ich muss. Die Spinne ist tot. Ja, aber ich muss noch einen Kopf abschlagen. Ja, ich auch. Warum hast du doch mit der Fledermaus schon gemacht? Ja, aber das wurde nicht gezählt. Ich habe einen Dietrich bekommen. Einmal richtig den Kopf abhacken. Ach, jetzt muss ich wieder runter. Schätzi. Ja, also wir haben echt Verluste hinnehmen müssen, ne, für den Kampf. Ja. Haben Vogel verloren. Es hieß Vogel oder so. Oh, 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 oh. Ach, die sehen mich jetzt. Hi, Jungs. Und Mädels. Zu euch möchte ich nicht. Aber ich habe einen sehr geilen Helm bekommen. Dann, da, da, da. Der neben mir. Ja. Bist du unter mir? Nee, ne? Bin ich über dir? Ich bin ganz nah. Irgendwo. Hui. Ups. Zu spät. Du, 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 du. Kannst du mal da links, da ist eine Spinne, kannst du die mal töten? Warte, wo? Links ist von dir, ja. Da, 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 da. Oh. Die Achso, da unten? Hier die ist eine Mathilde-Tote. Die ist tot. Wo ist denn meine Leiche? Die ist weiter drin. Oh, Shenzi. Wir holen uns dann guck ich nochmal. Hast du Shenzi entladen? Ja. Dann will ich nochmal zum Vogel. Auf jeden Fall, ich habe auch einen Dietrich gefunden. Also ich würde mir die Höhle gerne jetzt nochmal anschauen. Ja, gerne. Jetzt sind wir eh schon gestorben und musst du mich ganz kurz nochmal hier zurecht und so. Ist okay, ich gehe schon mal ein bisschen rein. Ja, ja, mach mal. Ich nehme das letzte, was ich an Heilungszeug habe. Ne, die ist auch schon tot. Cool, das brauchen wir nicht. So. Lass niemanden in der Höhle zurück. Lieber rupfe ich den Vogel selber die Federn oder so. Merken wir uns fürs nächste Mal, nicht mit dem Vogel in den Dungeon gehen. Ach, das bist du. Ich dachte mal, ich überhole dich. Aber jetzt bei den ganzen toten Sachen, Spinnen hier, kriegen wir jede Menge Chitin. Bin ich mal gespannt, wie die Chitin-Rüstung so ist. Ja. Und Seidenfäden.
Ich will hier noch weiter hinten gucken, ob hier noch was ist. Hier ist nämlich auf jeden Fall noch eine Truhe. Ja, da habe ich die Truhe. Eine Stufe ist nicht hoch genug. Toll. Wahrscheinlich ist das auch so ein Level 60-Ding oder so. Wie bei dem Super Kroko bei uns. Ja. Aber wir haben jetzt gezeigt, wir können. Was ist denn jetzt los? Warum mache ich jetzt Ego-Perspektive? Hast du vielleicht dein Mausrad berührt? Oh, ja, stimmt. Danke. Aber jetzt haben wir gezeigt, wir können auch Viecher töten mit 3 Totenköpfen. Jo. Die opfern dadurch unsere Tiere, was eigentlich nicht sinnig ist, finde ich, aber. Nee, das war auch eigentlich nicht so geplant. Also ich hab. Na gut, das war die Spinnhöhle. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass die so böse sind. Also das dachte ich auch nicht, weil die eigentlich relativ chillig losgingen, diese Höhle. Ja. Aber der Endgegner war dann doch, wir hätten früher abhauen sollen, aber naja. Ja. Aber es lief hier anfangs gut, ne? Da waren wir ja beide so getriggert, so, ach, den können wir nochmal ganz schnell fertig machen. Ja, und dann war sie fast im Arsch. Ja, aber der Vogel ist tot, ne? Also der ist ja weg gewesen. Shenzi auch. Nee, Shenzi lag am Eingang noch als Leiche. Ja, ja, hier ist sie. So kleine. Nee. Ich werde dich liebevoll häuten. Ja, also ich lasse die nicht in irgendwelche verkackten Spinnen hier. Dann nehme ich das Tier lieber selbst auseinander. Hier liegt noch dein Leichengrab, da, dein Zeug hast du da raus, ja? Hm. Kann ich mir mal dein Herz borgen? Ja, ja, mach mal. Oh, danke für dein Herz. Entschuldigung. So, war doch sonst eine interessante Runde. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, wir werden jetzt nach Hause laufen. Bisschen Wein, den Shenzi und dem Vogel. Werden uns dann demnächst Ersatz holen für Shenzi. Ja. Dem Vogel, wie gesagt, wollte ich ersten Namen geben, wenn er sich bewiesen hat. Aber ja, ist okay. Hat er nicht geschafft. Ach, wir müssen oben gehen. Ah ja, lass mal oben rum. Wir sind ja so Krokodil, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo oder alles drei. Ihr dürft natürlich auch gerne eure Lieblingserinnerungen an Shenzi mit uns teilen. Ja. Heute. Um Shenzi zu denken. Heute ist ein schwarzer Tag. Shenzi ist von uns gegangen. Du siehst aus wie Shenzi, bist aber keine Shenzi. Ach ja, Folgewetten. Haut rein! Tschüss!